Wir sind wieder zurück an unserem Bauernhaus. Ringsherum ist Baustelle und, wie ich letztes Mal schon sagte, bevor wir zu der anderen Sache kommen, mit der Glasscheibe, sind unsere Zitronen fertig. Unsere Zitronenbäume sind tatsächlich ausgewachsen, hatte ich letztes Mal kurz schon erwähnt. Und natürlich freue ich mich riesig darüber, weil wir jetzt endlich richtig gute Früchte haben, die uns schnell regenerieren lassen, wenn es uns mal nicht so gut geht. Die ernten wir erstmal so ab. Ob die Bäume hier auf Dauer richtig stehen, weiß ich noch nicht so genau. Übrigens habe ich kürzlich einen Kommentar bekommen, der mich ein bisschen, wo ich kurz überlegt habe. Es wurde nämlich von einem Ziehbrunnen gesprochen. Dass jemand meinte, dass in diesem Spiel vielleicht ein Ziehbrunnen noch fehlen würde, den man hier auch noch aufstellen könnte. Das, meine ich, muss nicht unbedingt sein, aber stimmt schon, es wäre natürlich ganz schön, wenn es so einen Ziehbrunnen gibt. Aber ich glaube, den gibt es nicht. Ich habe ihn jedenfalls nicht gesehen. So, jetzt trinken wir erstmal noch ein bisschen Wasser. Ach, lass uns mal die Flasche ganz austrinken. Und dann bei der Gelegenheit mal eben ein bisschen das Wasser auffüllen. Und die Flasche natürlich auch, damit wir nicht jedes Mal hier hinlaufen müssen. So, was ich aber heute mit dir zusammen machen wollte ist, nachdem wir noch einmal unsere Äcker begutachtet haben und noch einmal ganz kurz, das müssen wir immer, das ist keine Hauptaufgabe, sondern irgendwie so eine Aufgabe, die man immer zwischendurch mal macht, nämlich das Abernten der Saat, die wir hier ja haben. Erdbeeren und Erdbeerenkeimlinge haben wir jetzt daraus bekommen. So, Vorschlag haben wir weg. Und mit dem Raster pflanzen wir die mal eben neu. Ich habe jetzt gehört, wenn man die Pflanzen zu nah aneinander setzt, ertönt irgendwie ein Ton. Hatte auch jemand geschrieben. Hier ertönt aber jetzt irgendwie kein Ton, wenn ich jetzt die Erdbeeren so nah zusammensetze. Macht auch gar nichts. So, einmal hier, einmal dort. Das geht doch eigentlich ganz gut. So, 8 haben wir insgesamt. Jetzt haben wir noch einen. Die haben wir jetzt auch ein bisschen enger zusammengesetzt als letztes Mal. Dann haben wir hier, was haben wir denn sonst noch so? Nehmen wir mal eben die. Also ein bisschen schade finde ich das, dass man von vornherein das nicht erkennen kann. Nichtsdestotrotz hindert uns das natürlich nicht. Oh, endlich Kartoffeln! Unsere ersten eigenen gezogenen Kartoffeln. Oh, ist das herrlich! Ist das schön! Was macht das Spaß? Noch mehr Spaß wird es machen, wenn man diese Kartoffeln einfach in die Pfanne hauen könnte und einfach mal Bratkartoffeln machen könnte. So. Ich überlege jetzt gerade, ob wir nochmal 2 Reihen Kartoffeln machen oder ob es unter Umständen reicht, wenn wir eine Reihe davon machen. Es könnte auch reichen, wenn wir eine machen. Aber ist egal. Wir wollen ja, eigentlich müssen wir ja mit Platz gar nicht geizen. So, jetzt gucken wir mal, ob wir die ein bisschen enger zusammenziehen können. Damit das ganze Feld hier so ein bisschen ergiebiger ist. So, nach Augenmaß müsste das eigentlich passen vom Abstand her. Ah, man lernt doch so ein bisschen dazu. So, so lassen wir es mal, dass es nicht so ganz stramm da dran ist, am Rand ist. Übrigens, den Rand müssen wir auch noch ein bisschen verschönern, bevor wir zu unserem nächsten, naja, was heißt großen Projekt, aber ein ganz interessantes Projekt kommen. Ich habe es in letzter Folge schon mal angedeutet. Ich weiß nicht, ob du es noch weißt, aber wir wollen das mal versuchen. Das geheimnisvolle neue Projekt, was ich jetzt noch gar nicht erwähne. So, Tomaten. Schon wieder Tomaten gewachsen. Tomaten. Die sind vollständig, da brauchen wir gar nichts zu machen. Da müssen wir nur einfach ganz locker durch die Reihen gehen. Ohne Stamm bitte. Ohne Stamm bitte. Hallo, ohne Stamm. Ja, sehr, sehr schön. Und ganz verträumt die dicken Tomaten abernten. Alle gleich groß, alle knallrot, nichts Grünes dabei. Alles gewachsen, wie am Schnürchen. Sehr fruchtbarer Boden hier übrigens. So, was haben wir denn hier eigentlich? Wir sind voll. Wir sind voll, wir sind voll, wir sind voll. Wir sind randvoll. Sorry, aber das müssen wir jetzt noch eben erledigen. Das will ich doch jetzt, irgendwie renne ich in letzter Zeit immer, weil ich das so schnell erledigt haben will. Zack, 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 komm. Weitermachen hier, keine Trödelei. Das kommt weg. Das sind doch Setzlinge, ne? Oder Keimlinge. Keimlinge, Setzlinge, wie auch immer. Nahrungsmittel en masse. Wir brauchen nicht mehr hungern. Es ist vorbei. Wir brauchen nicht mehr hungern. Tomaten. Die Erdbeeren essen wir jetzt mal. Ich mag doch so gerne Erdbeeren. So, Zitronen.
Brauchen wir erstmal nicht. Erst zur Regeneration, so. Ein bisschen Mais, obwohl, weißt du was, wir nehmen Tomaten. Wir haben so viele Tomaten, da können wir die anderen Sachen, die wir nicht so häufig haben, auch mal da lassen. Aber was ist da mit dem Hühnchen eigentlich? Kann man das eigentlich auf den Grill schmeißen? Das will ich mal eben ausprobieren. Wenn wir jetzt hier oben gerade schon mal sind. Man muss ja spontan noch immer mal Sachen ausprobieren. Was wir auch ausprobieren müssen, ist, dass wir erstmal die ganzen Sachen hier wieder ablegen, die hier völlig überflüssig sind. Und ich habe gerade für mich das Problem, mal wieder, das persönliche Problem, dass ich gerade irgendwie 10 Sachen gleichzeitig machen will, aber natürlich nicht kann. Je mehr ich hier sehe, desto mehr will ich jetzt sofort machen. Das geht halt nur einfach immer nicht. Das Problem habe ich immer wieder in diesen Let's Plays, dass ich spontan, wenn ich etwas sehe, das auch sofort machen will. Aber das würde ja ins reinste Chaos enden. So, diese Eisenstäbe packen wir auch mal gerade weg. Haben uns schon gute Dienste geleistet, brauchen wir jetzt aber im Moment gerade nicht. So, Kies. Hin und her geht das jetzt hier. Kies, Stein, Stein, Kies. Kies haben wir auch nicht mehr viel. Haben wir alles für den Weg verbraten, den wir letztens gebaut haben. Das Holz lassen wir mal so im Inventar, denn das brauchen wir gleich nochmal. Aber trotzdem, oder nichtsdestotrotz vielmehr, Eisenbarren auch mal eben weg. Und runter. Forscherhammer haben wir doch, ne? Ja, den brauchen wir nämlich gleich auch noch. Den Forscherhammer brauchen wir nämlich gleich auch noch. Aber bevor wir dazu kommen, Grill an und Hähnchen. Oh, hoffentlich geht das. Geht das wohl? Ja, das geht! Das ist ja geil. Oh ja, pack das Hähnchen drauf. Oh ja, grill das Hähnchen. Grill es. Und keine Sorge, ich werde diesmal darauf achten, dass. Nein. Ich werde diesmal auf jeden Fall darauf achten, dass das Ding nicht schwarz wird. Ich verspreche es. Und ich muss gerade so lachen, weil das so unrealistisch ist, dieses dicke Hähnchen auf den Grill zu schmeißen. Das wird doch niemals gar. Wenn das innen gar ist, ist das Äußere normalerweise schwarz, kohlrabenschwarz. Das müsste schon Kohle sein, bis das nach innen durchgebraten ist. Das geht überhaupt nicht. Außerdem müsste man das Ding auch mal zwischendurch wenden. Was wir natürlich hier auch nicht tun. Aber weißt du was? Nein, das müssen wir jetzt. Wir dürfen jetzt nichts anderes machen. Oder dürfen wir doch was anderes machen? Aber erinnere mich dran, erinnere mich dran. Wir müssen auf jeden Fall da wieder hingehen. Nein, 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 ich vergesse es nicht. Ich verspreche es. So, was haben wir hier jetzt? Achso, das waren die Tomatenpflanzen, genau. Dann haben wir hier. So. Hähnchen nicht vergessen, Hähnchen nicht vergessen. Zuckerrüben, Zuckerrüben, Zuckerrüben mit Setzlingen, beziehungsweise Keimlingen. Es sind keine Setzlinge. Wo sind es eigentlich auch Setzlinge? Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Setzlingen und Keimlingen? Wer weiß das? So, stocken wir unser Feld mal hier noch ein bisschen auf. Hähnchen? Nein, 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 ich vergesse es nicht. Ich vergesse es nicht. Ich schwör's. Ich schwöre es. Moment mal. Okay, Kürbis oder Samen. Da geht nur eins von beiden. Entweder Kürbis oder Samen. Zweimal Kürbissamen, jetzt sind wir wieder bei der gleichen, beim gleichen Stand wie letztes Mal. Jetzt haben wir wieder 4 Samen. Genau das, was wir vorher hatten. Das ist ein bisschen schade. Das heißt, wir müssen das nächste Mal, wenn wir das abernten, wirklich keine Kürbisse da rausziehen. Boah, das sind aber auch dicke Dinger, meine Güte. So, bei den Melonen ist das, glaube ich, genau das Gleiche. Wenn ich jetzt die normal abernte, ist die Pflanze weg und wir haben eine Wassermelone. Wenn ich die Sichel verwende, dann haben wir nur Samen. Also es geht nur das eine oder das andere bei Kürbissen oder Melonen. Ist also mit anderen Worten nicht ganz so ergiebig. So, Hähnchen, Hähnchen, Hähnchen. Hähnchen brutzelt noch. Ich weiß, ich renne schon hin. Wie sieht's aus? Hähnchen ist noch roh. Hähnchen ist noch roh. Es sieht noch sehr weiß aus. Sehr nackt und weiß. Chili. Eine Reihe sollte uns eigentlich genügen. Hier geht es wieder mit der Sichel. Das weiß ich zufällig. So, Chilischote, Chilischote, Chilischote. Und wieder die Reihe voll machen. Also das, was wir mit Ackerbau jetzt gerade machen, ist so ein bisschen quasi eine Zeitüberbrückung zu dem Hähnchen, was auf dem Grill liegt. Obwohl das Hähnchen ja auch nicht zu unserem Programm gehört. So, diese Dinger brauchen wir, glaube ich, nicht ganz so eng zusammenzusetzen. Chili soll nicht unser Hauptgrundnahrungsmittel sein. So reicht das völlig aus. Und dann haben wir noch den Kohl, wo die Reihe voll ist. Den können wir also so abernten. Ich glaube, ein größeres Kohlfeld brauchen wir auch erstmal nicht. Deswegen können wir die ganz einfach so mitnehmen. Nee, können wir nicht. Dann haben wir keine Setzlinge mehr.
geht nicht, dann haben wir keine Setzlinge mehr. Komm, noch einmal so. Kopfsalat, Keimling, bla 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 bla. Vielleicht können wir auf Dauer noch ein bisschen größeres Feld machen. Ich weiß es noch nicht genau. So, lass uns mal schnell die Reihe zu Ende machen. Ich habe das Huhn nicht vergessen. Also mit dem verbrannten Fleisch letztes Mal, das hat mich innerlich so tief verletzt. Nein, Quatsch. Aber trotzdem möchte ich natürlich so, hier sind die Abstände nicht ganz gleichmäßig, stelle ich gerade fest. Aber das ist auch egal. Das muss nicht immer alles super 1A mega gleichmäßig sein. So reicht das völlig aus. Und wir stratzen zum Grill. Wie sieht's aus? Immer noch nicht fertig. Also ein Hühnchen braucht ein bisschen länger, bis es durch ist, aus verständlichen Gründen. Das geht nicht so schnell wie die Bratwurst. Mais. Mais, die Reihe ist... Oh, die ist auch voll. Das ist ja cool. Beim Mais ist es sogar so... Ist auch interessant, wie unterschiedlich das mit diesen Pflanzen ist. Beim Mais ist es so... Wieso halte ich eigentlich permanent diese Flasche in der Hand? Das nervt tierisch. So. Beim Mais ist es so, dass man einfach pflücken kann und die Pflanze bleibt stehen. Finde ich interessant, wie unterschiedlich das ist bei den einzelnen Pflanzen. So, das haben wir, das haben wir. Hier ist auch noch eins. Da haben wir noch ein bisschen was. Hm. Nun, ach, gib mir den Mais. So, schön abgeerntet. Eigentlich könnten wir, wenn wir so richtig viel Fläche hätten, ne, ich würde gerne so ein großes Maisfeld anlegen. Einfach nur so, weil ich Lust drauf habe. So, mit den Karotten, die muss man einfach rausziehen. Das ist im Real Life auch so. Die muss man einfach stumpf rausziehen. Deswegen brauchen wir hier auch wieder die Sichel, damit wir die wieder vermehren können. Mit Kartoffelkeimling. Karottenkeimling meine ich natürlich. Und Raster, wenn wir denn unseren Keimling haben. So, Raster. Zack. Ein bisschen enger zusammen. Die können wir etwas enger zusammenpflanzen. Wir wollen es ja immer besser machen. Immer Schritt für Schritt etwas besser machen. Hm, so. Ein hier noch. Ja, das passt doch. Optimal ausgenutzt. Wenn da einer sagt, wir haben das nicht optimal ausgenutzt, dann weiß ich es nicht. So, Hähnchen. Oh, immer noch nicht fertig. Mann, ich esse jetzt mal eine Tomate aus Frust. Eine Frusttomate. Irgendwie auch keine so wahnsinnig tolle Ernährung, sich immer nur von Tomaten zu ernähren, ne? Aber sie bringen ja immerhin was. Sie bringen Nahrung an sich und erhöhen auch den Wasserhaushalt. Ah, die Äpfel können wir auch mal. Lass uns jetzt mal so ein bisschen Bauer spielen. Lass uns jetzt mal so ein bisschen hier auf den Äckern. Sechsmal Apfel. Also verhungern werden wir hier nicht. Kirschen sind auch da. Alles das können wir mitnehmen. Unsere Laternen brennen. Gibt es was Schöneres? Ist das nicht herrlich? So, weiter geht's. Mais haben wir abgeerntet. Jetzt kommen wir zu... Huch! Hanfblättern. Aus denen wir auch Stoff machen können. Ich bin schon wieder voll, stelle ich gerade fest. Hanf haben wir auch noch nicht ganz so viel. So. Hanfsetzling. Da heißt es wieder Setzling und nicht Keimling. Wo sind denn die Setzlinge? Ist das... Genau, das sind die Setzlinge. Ein bisschen enger zusammen, das ganze Ding. Das wird etwas ergiebiger hier anpflanzen. Wir haben jetzt allerdings unsere... Ach, ein bisschen weiter weg, egal. Wir haben allerdings jetzt unsere Setzlinge bzw. Keimlinge hier bei Hanf nicht sonderlich vermehrt. Das ist, glaube ich, die gleiche Anzahl wie letztes Mal. So, was ist das denn hier eigentlich? Achso, das ist Baumwolle. Das haben wir abgeerntet. Auch da wollen wir auf Dauer noch ein bisschen mehr. Also ein Baumwollfeld sollte schon ein bisschen größer sein. Das ist mir ein bisschen zu erbärmlich. Deswegen nehmen wir das mal eben ganz schnell nochmal ab. Und eilen dann zurück zu unserem Hühnchen. So, 18 Mal haben wir. Dann geht das wieder los hier mit den... Was ist es jetzt? Setzling müsste es sein. Ja, Setzling. Ich glaube, ich kenne doch den Unterschied zwischen Keimling und Setzling. Ich kann es nur irgendwie nicht erklären. So, Baumwolle, Baumwolle, Baumwolle. Durch das ganze Terraforming hier links von uns haben wir jetzt auch die Möglichkeit, bei Bedarf die Felder auch noch schrittweise zu vergrößern. Ich werde das auf Dauer auch tun. Wir sind allerdings hier noch nicht fertig, wie du siehst. Die Höhenunterschiede sind noch zu gravierend. Allerdings haben wir hier schon ein bisschen Platz, um einen schönen Garten anzulegen. Was jetzt so ein bisschen schade ist, bevor wir zum Hühnchen zurückgehen übrigens, was jetzt hier so ein bisschen schade ist, dass man nicht direkt hier zum Wald gucken kann, weil einfach zu viel, weil einfach die Anhöhe zu hoch ist. So, stratzen, 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 stratzen. Hähnchen. Das Hähnchen ist fertig.
Jawoll! Und es sieht richtig lecker aus. Es sieht richtig lecker aus. Hähnchen gegrillt. Ausmachen. Ah, ist das schön. Ist das schön. Aber das werden wir jetzt nicht essen. Das legen wir jetzt schön in unsere Truhe. Das ist mir jetzt gerade zu schade, irgendwie zum Essen. Wir haben nur ein Hähnchen. Das müssen wir aufheben für schlechte Zeiten, wenn wir mal nichts haben. Gegrilltes Hähnchen, Karotten, Chili, Mais, Äpfel. Hat man aus so einem Kürbis, kann man, glaube ich, so ein Jack-O-Lantern machen. Ne? Ich glaube, das probieren wir gleich mal eben aus bei der Gelegenheit. Habe ich zufällig gesehen in irgendeiner Werkzeugbank. In irgendeiner Werkbank, ich weiß gerade nicht wo. Also wenn ich mir unser Essen hier angucke, dann geht's uns weiß Gott nicht schlecht. Dann geht's uns weiß Gott nicht schlecht. Und ich bin auch der Meinung, dass wir unsere Felder gar nicht mehr groß ausweiten müssen. Baumwollfelder, gut und schön, aber guck dir bitte mal diese Truhe an. Die Hälfte ist fast voll, hier ist noch gar nichts drin im zweiten Teil. Also das ist schon ziemlich cool, was wir hier jetzt an Essen haben. Wir werden nicht verhungern, uns geht es gut. Hanfblätter, Salat, Keimling, Keimling, Keimling und Setzling, alle Keimlinge und Setzlinge. Melone, weiß ich nicht, wollen wir die mal essen? Die Melone können wir eigentlich behalten, oder? Dann packen wir den Mais erstmal weg. Den Mais erstmal weg, dann essen wir uns, ernähren wir uns gleich mal von Melone. Und ein bisschen Mais. Ach, weißt du was? So. So machen wir das. So, Stangen, das ist gleich ein ganz anderes Thema. Da muss ich noch so ein bisschen gucken, was da am besten passt. Aber dazu gleich. Jetzt kommt erstmal. Wo habe ich denn diesen Jack-O-Lantern gesehen? Ich glaube, erstmal die Tür zu hier. Sind das hier für Manieren? So. Wo war denn dieser Jack-O-Lantern? War das unter Dekoration? Da, Jack-O-Lantern, da ist er schon. Einmal Kürbis. Zack. Und da haben wir schon unseren Jack-O-Lantern. Tür auf. Stellen wir den ja mal hin. Vor die Tür. Einfach vor die Tür. So. Ohne Raster. Oder auf den Tisch. Ein bisschen schräg. Ja, sehr cool. Ein Leuchtkürbis direkt am Haus. Man könnte allerdings fast drüber stolpern. Bisschen weiter nach hier. Dass er nicht direkt an der Tür steht. Ist halt so eine schöne Dekoration hier, wenn man hier so auf dem Stuhl sitzt. Eben mal kurz ausprobieren. Ja. Aber wir haben einen steifen Hals. Wir können uns nicht zu unserem Jack-O-Lantern umdrehen. So drehbar ist unser Hals nicht. Das kriegen wir nicht hin. Aber wir wissen, wo er steht. Eine Sache möchte ich nochmal eben erklären, die mir auch in Kommentaren schon mal vermittelt wurde, aber ich es erst nicht verstanden habe, was damit genau gemeint ist. Und zwar kann man sich das Bauen, wenn du es noch nicht wissen solltest, sehr erleichtern, indem man mit Shift und Linksklick,